Der Jaguar I-Pace steht ja mehr noch als seine Artgenossen für eine moderne und fortschrittliche Mobilität. Und dieser Fortschritt, der zeigt sich natürlich auch ganz deutlich hier im Innenraum. Sofort sticht einem da das große Touch Pro Duo Infotainment System ins Auge. Das besteht aus einem 10 Zoll Bildschirm hier oben ins Armaturenbrett integriert und deshalb Duo aus einem zweiten Bildschirm hier unten. Der misst 5 Zoll und der steuert mit zwei dynamischen multifunktionalen Drehreglern zum Beispiel die Klimaanlage. Hier noch ein kleines Detail, clever gedacht. Wenn das Auto merkt, auf dem Beifahrersitz sitzt gar niemand, dann wird hier auch nichts klimatisiert. Einfach um Energie zu sparen, da hat jemand mitgedacht. Wenn ich dann hier umschalte, zum Beispiel kann ich auch die Sitzbelüftung einstellen, ändert sich die Anzeige auf den Drehreglern und ich kann hier genauso gut die Audioquelle anwählen oder mein Telefon. Und hier oben auf dem Hauptbildschirm, klassischerweise steuere ich hier meine Navigation. Wenn ich jetzt eine Route eingebe, die Karte kann ich mir in 2D, in 3D anzeigen lassen und mit Multitouch-Gesten steuern. Das geht flüssig, lässt sich nach Herzenslust wischen. Wenn ich eine Route eingebe, dann werden hier natürlich auch, wir sitzen in einem Elektroauto, die Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Routenführung auf meiner Strecke so berücksichtigt, dass ich mit meiner Ladung auch sicher ans Ziel komme.